Er und seine Nazi-Kollegen sind bei weitem nicht die Einzigen, die sich in der Schweiz auf das WM-Turnier vorbereiten. Nein, Nordkorea, Algerien, die Elfenbeinküste, Paraguay und auch Japan haben sich für unser Land entschieden. Und die Japaner sind im Moment so etwas wie die Nachbarn vom Team von Ottmar Hitzfeld. Sie trainieren nämlich quasi vis-à-vis in Saas-Fee. Japaner in einem Schweizer Bergdorf. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Aber die Herren mit Schirm kamen nicht wegen der schönen Aussicht nach Saas-Fee. Wir sind hier wegen der Höhe. In Südafrika werden wir auch ungefähr auf 1800 Metern spielen müssen. Hier können wir das sehr gut simulieren. Uns gefällt an Saas-Fee aber auch die Ruhe und die Umgebung. Nicht mit Pauken und Trompeten, aber mit Tanz und Folklore empfing Saas-Fee seine berühmten Gäste anfangs Woche. Dabei wollte Japan eigentlich nach Gromontana. Aber die Schweizer Nationalmannschaft kam ihnen zuvor. Ja, wir haben uns auch Gromontana angeschaut, aber Saas-Fee passt besser zu uns. Das Hotel liegt neben dem Trainingsplatz und das Dorf ist autofrei. Für uns ist das perfekt. Auf 1800 Metern ist auch im Sommer das Wetter nicht immer sonnig und warm. Aber die japanischen Fußballer stört das überhaupt nicht. In Südafrika wird es Winter sein. Und so können wir uns nicht nur an die Höhe anpassen, sondern auch an die kälteren Temperaturen. Wir haben gehofft, dass es nicht immer warm sein wird. Das japanische Nationalteam musste logistisch einen riesigen Aufwand betreiben. Mehrere Tonnen Material musste von Japan in die Schweiz und hinauf nach Saas-Fee transportiert werden. Und trotzdem sind die Japaner mit ihrem Vorbereitungslager sehr zufrieden. Wir sind zu 100% glücklich hier. Mir gefällt es so gut, dass ich im Winter zum Skifahren wiederkommen möchte. Und auch einige der Spieler wollen ihre Winterferien hier verbringen. Vor den Winterferien haben die blauen Samurai, wie die Nationalmannschaft in Japan genannt wird, aber ein großes Ziel. Sie wollen in den WM-Halbfinale.